Herzlich willkommen zurück zum Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung von Mathematik macht Freunde Freude. Wir haben uns bisher mit unterschiedlichen Größen beschäftigt und eine Möglichkeit gefunden, sie einfach darzustellen. Jetzt lernst du, wie du selbst Zahlen mit Hilfe von Zehnerpotenzen bzw. in Gleitkommadarstellung schreiben kannst. Du wirst selbst Aufgaben lösen und dein Wissen festigen. Spätestens jetzt solltest du gut mit der Schreibweise und den Rechenregeln für Potenzen vertraut sein. Kannst du dich noch an die geschätzte Entfernung von der Erde zur Sonne aus dem Intro-Video erinnern? Wir haben gelernt, dass wir diese Monsterzahl als 10 hoch 11 schreiben können. Aber warum eigentlich? Die Zahl besteht aus einer 1 und 11 Nullen. Wir können sie aber auch als Multiplikation anschreiben. 10 mal 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 10 ergibt nämlich genau 100 Milliarden. Die 10 kommt in dieser Multiplikation 11 mal vor. Dies entspricht der Anzahl an Nullen. Wie du bereits weißt, kann das Produkt gleicher Zahlen zu einer Potenz zusammengefasst werden. Das heißt, wir können die 100 Milliarden Meter als 10 hoch 11 Meter schreiben. Wenn ein Produkt zu einer Potenz mit Basis 10 zusammengefasst wird, spricht man von einer Zehnerpotenz. Dasselbe kann mit kleinen Zahlen gemacht werden. Betrachten wir dazu noch einmal die Größe eines Moleküls. Bei Zahlen kleiner 1 wird nicht die Basis 10 multipliziert, sondern der Kehrwert. Das heißt 1 durch 10. Diese Multiplikation wird in diesem Beispiel 9 mal hintereinander ausgeführt. Daher kann die Zahl zu 1 hoch 9 durch 10 hoch 9 zusammengefasst werden. 1 hoch 9 ist gleich 1. Wir erhalten also 1 durch 10 hoch 9. Aus den Rechenregeln für Potenzen weißt du, dass dieser Bruch zu 10 hoch minus 9 zusammengefasst werden kann. Du kannst dein Können nun testen. Drücke auf Pause und probiere diese Aufgaben zu lösen. Du kannst die Lösungen nun vergleichen. Du kannst auch die Probe nachrechnen, indem du die Potenz als Multiplikation aufschreibst und anschließend ausrechnest. Bis jetzt haben wir uns mit Zahlen beschäftigt, die aus einer 1 und lauter Nullen bestehen. Wie können wir aber zum Beispiel 58 Millionen übersichtlich darstellen? Diese Zahl können wir in zwei Teile aufspalten, nämlich 58 mal 1 Million. Fällt dir dabei etwas auf? Drücke kurz auf Pause und überlege, wie wir diese Zahl noch einfacher ausdrücken können. Den zweiten Teil der Zahl, die Million, können wir mit Zehnerpotenzen zusammenfassen. Dann erhalten wir 58 mal 10 hoch 6. Unsere Zahl setzt sich also aus einer Vorzahl und einer Zehnerpotenz zusammen. Dies ist die Gleitkommadarstellung. Man spricht von einer normierten Gleitkommadarstellung, wenn die Vorzahl größer gleich 1 und kleiner als 10 ist. Dies wäre bei uns noch nicht der Fall, aber wir können noch einen weiteren Umformschritt machen, um auf die gewünschte Form zu kommen. Dafür setzen wir ein Komma nach der 5, was aber bedeutet, dass die Vorzahl um einen Stellenwert kleiner wird. Das müssen wir jetzt mit Hilfe der Zehnerpotenz wieder korrigieren. Daher vergrößert sich die Hochzahl bei der Zehnerpotenz um 1. Das ist die normierte Gleitkommadarstellung. Wir können auch eine Dezimalzahl in zwei Faktoren aufteilen. Ich zeige es dir an einem Beispiel vor. Diese Zahl kann auch als 58 mal 0,000000001 geschrieben werden. Dadurch können wir den zweiten Teil der Multiplikation wieder mit einer Zehnerpotenz zusammenfassen. Wir erhalten 58 mal 10 hoch minus 8.
beziehungsweise in der normierten Gleitkomma-Darstellung 5,8 mal 10 hoch minus 7. Auch hier setzen wir das Komma nach der 5, wie beim vorherigen Beispiel. Jedoch ändert sich dabei die Hochzahl. Ich verrate dir jetzt aber einen Trick, wie du dir das ganz einfach merken kannst. Wir können nämlich feststellen, dass die Hochzahl der Zehnerpotenz der Anzahl der Stellen entspricht, um die das Komma verschoben wird. Du kannst dir das an den Beispielen nochmal genau überlegen. 58 Millionen ist eine ganze Zahl. Das heißt, das Komma kommt gar nicht vor. Aber wir könnten genauso 58.000.000 schreiben. Dann verschieben wir das Komma insgesamt 7 Mal nach links. Und wir erhalten 5,8 mal 10 hoch 7. Bei der Dezimalzahl verschieben wir das Komma auch insgesamt 7 Mal. Dieses Mal aber nach rechts. Wir erhalten 5,8 mal 10 hoch minus 7. Versuche nun eigenständig, diese zwei Zahlen in die normierte Gleitkomma-Darstellung zu bringen. Nachher kannst du die Lösungen vergleichen. Drücke auf Pause. Gut gemacht. Schaffst du es auch umgekehrt? Drücke wieder auf Pause. Sehr gut. Hier siehst du wieder die Lösung zur Kontrolle. Die Zwischenschritte musst du natürlich nicht jedes Mal hinschreiben. Manchmal reicht es sogar, wenn du die nicht normierte Gleitkomma-Darstellung angibst. Wir werden noch Beispiele kennenlernen, wo das sinnvoll ist. Im zweiten Basic-Video wirst du zu einem absoluten Profi. Denn dort geht es um verschiedene Vorsilben und was diese mit der Gleitkomma-Darstellung zu tun haben. Bis dann!